Servus zusammen, wir sind hier auf der IWA 2024 am Stand von Helmut Hoffmann und haben hier das neue Repetiergewehr von Stack Arms in der Hand. Stack Arms ist ja voll bekannt für die AR-10 und AR-15er, die sie als Besonderheit auch als Linksauswerfer, also als Linksversion haben. Haben aber hier auch erstmalig ein Repetiergewehr dabei. Das Repetiergewehr ist im weitesten Sinne ein Remington 700 System, also ist Remington 700 ähnlich. Kommt hier mit einem 3-Warzen-Verschluss. Also der Verschluss hat eben 3 Verriegelungswarzen, hat deswegen ein höheres Maß an Sicherheit und einen kürzeren Öffnungsweg. Also der Hebel öffnet schon in einem Bereich von ungefähr 60 Grad, statt dass er weiter nach oben geht, wo man zum Beispiel in Probleme mit dem Zielfernrohr kommt. Es gibt die Waffe in 308 Winchester und 6,5 Creedmoor. Beide Waffen haben 18 Zoll Lauflänge und verfügen an der Mündung über ein 5/8 × 24 Gewinde. Interessant finde ich hier die ziemlich modern gehaltene und ziemlich coole Schäftung, die eine Besonderheit hat. Man kann hier eben diesen Bolzen ziehen und kann den Schaft für den Transport abnehmen, um die Waffe kompakter für den Transport zu machen. Ebenfalls interessant ist, dass wir hier eine kleine Picatinny-Schiene haben, die etwas weiter vorne angebracht ist vor dem Schaft. Hat zwei Gründe. Einmal, wenn wir das Zweibein anbringen, sitzt dieses sehr weit vorne am Lauf, was für mehr Stabilität sorgt. Andererseits ist die Waffe natürlich auch für den US-Markt gedacht, wo man hier vorne einfach ein Lichtmodul anbringen kann für die Nachtjagd, dass man zum Beispiel bei der Nachsuche ein Ziel anstrahlen kann. Kurz Werbung in eigener Sache. Diesen Content, den ihr hier anseht, ist zwar gratis für euch, aber uns kostet er jedoch viel Zeit und leider auch Geld. Da wir weitestgehend unabhängig bleiben wollen, keine Werbeeinnahmen durch YouTube direkt generieren können und dennoch diese Art von Inhalten weiter für euch produzieren wollen, brauchen wir eure Hilfe. Denkt ganz einfach bei eurem nächsten Kauf an uns und schaut einfach mal bei gunandoutdoor.de vorbei. Das ist unser Shop. Damit unterstützt ihr nicht nur uns, sondern auch unseren Kanal. Wir können euch wirklich alles liefern, was ihr euch wünscht, solange ihr die Erlaubnis habt, das auch zu erwerben. Solltet ihr etwas suchen, was wir nicht im Shop haben, meldet euch einfach direkt bei uns. Und nun zurück zum Video. Bis dann. Die Waffe verwendet Standard AICS Magazine, hat einen ziemlich guten Abzug, also wirklich ist ein Direktabzug und hat kaum einen Vorweg. Bricht super schön und ist wie gesagt eine sehr, sehr stimmige und interessante Waffe. Ebenfalls sehr auffällig ist die Spiralkanalierung um den Lauf herum und so muss man sagen, wir haben eine Längeneinstellung, wir haben M-Lock-Ports auf der Unterseite für anderweitiges Zubehör, wir haben QD-Punkts für den Trageriemen, wir haben eine Höhenverstellung vom Schaft über diese Schraube, wir können die Längenverstellung über Einlagen machen, also eigentlich so ziemlich alles, was ich von den modernen Jagdgewehren möchte. Die Waffe hat eine UVP von 2749 Euro, ist also im mittleren Preissegment und ich muss sagen, dafür kriegt man aus meiner Sicht sehr viel Waffe. Ebenfalls neu im Sortiment von Helmut Hoffmann und damit hier logischerweise auch in unserem Sortiment, also wenn euch die Waffen von Aero oder Stack Arms interessieren, gunandoutdoor.de, sind eben die Waffen von Aero und die gab es schon mal über einen anderen Distributor, sind jetzt eben neu im Sortiment von Hoffmann. Da haben wir Einstiegswaffen im Bereich von 1329 UVP, also bei den AR-15ern. Und bei den AR-10ern beginnen wir die ganze Geschichte ab 2049 Euro UVP. Insgesamt ist interessant, dass die ganzen AR-15er eigentlich theoretisch mit dem schlanken Handschutz hier unten kommen. Das ist nur für die Messe die Breiten, weil sie die einfach zu dem Zeitpunkt nicht auf Lager hatten. Alle 223er haben einen 1,8er Drall. Das ist so ziemlich eine der universellsten Drahllängen, weil man relativ leichte und relativ schwere Geschosse damit wuppen kann. Sind Basis-AR-15er ohne viel Schnickschnack, sind eben sehr gut, wenn man anfängt, mit dem Thema sich zu beschäftigen und einfach etwas möchte, woran man ein bisschen arbeiten und basteln kann. Allerdings sind auch hier die Zubehörteile schon sehr hochwertig. Also die Gehäuse von der Aero sind einfach gut, da braucht man nicht drüber reden. Die Läufe sind guter Standardmittelbereich. Die Handschützer werden oft als Zubehör gekauft, weil sie recht hohe Beliebtheit haben. Und alle Polymerteile sind von Magpul. Also auch hier eine relativ hohe Qualität, was halt insgesamt in der Preis-Leistungs-Gegend einfach keine Wünsche offen lässt. Das war es hier auch schon wieder am Stand von Helmut Hoffmann mit den Marken Stack Arms und Aero. Und wir schauen hier noch ein bisschen auf der Messe rum, was wir sonst noch so finden. Bis dann.